Patrick Weidern schüttelte den Kopf. Henne, wie sie ihren Märchenprinzen bei Hannover 96 nennen, wollte nicht reden. Kein Kommentar zu seinem Treffer im Bundesliga-Debüt bei Werder Bremen, nur 75 Sekunden nach seiner Einwechslung. Kein Wort zu seinem steilen Aufstieg aus der Kreisklasse in die Bundesliga. Das Reden übernahmen hinterher die anderen. Die Tore sprechen ohnehin für sich, sagte Trainer André Breitenreiter nach dem 1:1:0 von Hannover 96 bei Werder zum Saisonauftakt. Dass sich Weidand nicht in den Vordergrund drängte, gefiel Breitenreiter, er sei eben bescheiden und demütig. Die Highlights des 1. Spieltags bei Sport 1 am Sonntag ab 9.30 Uhr in Bundesliga Pool und Weidand ist offenbar auch im Besitz eines ziemlich guten Torriechers. Der 23-Jährige machte mit seinen ersten 3 Torschüssen im Profifußball 3 Tore. In der Vorwoche im DFB-Pokal beim Karlsruher SC traf der 1,95-m-Hühne doppelt. Hendrik Weidand hat sich in Hannover von 0 auf 100 in die Herzen der Fans gespielt. Copyright-Symbol Getty Images. Nun schockierte der Hobby-Pianist Werder, als er in bester Torjägermanier zur zwischenzeitlichen Führung einschob, 77. Punkt. Theodor Gebrselassie, 85. sorgte zwar noch für das Unentschieden, doch das trübte die 96 Freude über Weidands Traumdebüt nur ein bisschen. Das Spiel zum Nachlesen im Ticker, Breitenreiter von Stürmer begeistert eine Wahnsinnsgeschichte, sagte Breitenreiter über seine Low-Budget-Entdeckung. Schließlich kickte Weidand noch vor 4 Jahren bei einem Verein namens TSV Großmunzel in der Kreisliga Hannover-Land. Erst vor der Saison war er aus der Oberliga nach Hannover gewechselt, sollte für die zweite Mannschaft auflaufen. Doch Breitenreiter wollte mal schauen, ob er auch bei uns seine Torjägerqualitäten zeigen kann. Und Weidand konnte. Seinen Lauf habe er sich hart erarbeitet, der Angreifer sei sehr fleißig, deshalb ist das vielleicht auch kein Zufall. Ergebnisse und Spielplan Bundesliga, Bildergalerie Videobeweiswirbel in der Bundesliga, war ein Sätze am 1. Spieltag 13 Bilderanzeige, jetzt das neue Trikot Hannover 96 kaufen und mit dem Code BULLY 18% sparen, hier geht es zum Shop. Doch vor dem Spiel sah es zunächst nicht danach aus, dass der Angreifer wieder eiskalt vor dem Tor Kevin Wimmer zuschlägt. Weidand sei so nervös gewesen, dass er beim Anziehen einiges durcheinander gebracht hat, sagte 96-Manager Horst Held. Weidand erhält Profivertrag. Doch dann hatte Weidand rechtzeitig wieder Schuhe und Stutzen gerichtet und machte bei Held noch einmal Werbung in eigener Sache für einen Profivertrag. Die Beförderung hatte zuletzt bereits Präsident Martin Kind angekündigt. Er ist sehr sympathisch, aber auch sehr selbstbewusst. Ein Stürmer wird an Toren gemessen, und die schießt er, hatte Kind gesagt, wir werden mit ihm einen Profivertrag abschließen. Die Einigung soll bereits vollzogen sein. Alles zum 1. Spieltag in der Bundesliga am Sonntag ab 11 Uhr im Check 24 Doppelpass auf Sport 1 mit den Gästen Friedhelm Funkel, Stefan Effenberg und Reinhold Beckmann. Die Kollegen hoffen sowieso, dass Weidand ihnen erhalten bleibt. Und nicht, wie eigentlich geplant, die väterliche Steuerkanzlei übernimmt. Er bringt alles mit, was ein guter Stürmer braucht, sagte Wimmer. Und Kapitän Waldemar Anton meinte, wir hoffen, dass er so weitermacht. Auch bei den Fans hat Weidand längst bleibenden Eindruck hinterlassen, nach dem Spiel feierten sie ihren neuen Märchenprinzen. Henne, du bist der beste Mann, halte es lautstark durch das Stadion. Nur Weidand selbst zog es vor zu schweigen. Lesen Sie auch,
Video Ersin in Wolfsburg, und Tedesco legt sich mit Schiri an Videobeweiswirbel in München, das lief wirklich falsch.